Silo785 alias Silo785 ist wieder da, ja. Ein wunderschöner Einstieg. Und ich schlitze euch zu Tode. Hä? Ihr werdet vielleicht nervös, wenn ihr keinen Mann mit gezogener Waffe hat. Ich hab gelitten, ich geb's zu. Aber ja, hier kann ich am meisten leiden. Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Meer. Euren überflüssigen Krempel. Schön, könnt ihr euch wieder in einem Stück zu sehen, Soldat. Aber bevor wir weiter. Redet mit General Tull. Ja. Hey, General. Beim Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Leg den Eid ab, so. Diese Verpflichtung einzugehen? Nun gut. Bei meiner Ehre schwöre ich und unerschütterlichen Gehorsam, wer über mir bla, steht. Bla bla bla. Das haben wir hinter uns. Ich will endlich schlitzen. Willkommen oh, bei der Kaiser, Soldat. Vergesst nicht, redet mit Beirand. Ja. Wenn ich mich nicht irre, hat Legat Recke einen Sonderauftrag für euch. Erklärt mir nochmal. Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Hört zu. Wenn Ulfric diese Krone in die Hände bekommt, ist sie kein Märchen mehr. Dann wird sie zum Problem. Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Echt nah. Hört zu. Galma Steinfaust, Ulfrics rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Corvan Yund. Eine legendäre, der Legende nach, wie auch immer die Wahrheit aussieht, in Ulfrics Händen wäre es ein mächtiges Symbol, mit dem er Unterstützung... Also, dann gehen wir doch dorthin. Ich könnte mit meiner Waffe... Ich hätte ja gerne den Besen, dass ich Leute mit dem Besen verkloppen könnte, aber leider kann man ja den, glaube ich, nicht ausrüsten. Aber dass man... frisst den Besen. Und es lädt... Ah, doch nicht. Vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Okay, wo muss ich hin? Hier? Kann ich da irgendwo in die Nähe gehen? Ich kann nach weiß laufen, muss dann alles nach hinten laufen. Machen Spaß. Und das meine ich mit dem Wandersimulator, weil wirklich, man wandert da Ewigkeiten umher. 100 Jahre, bis man es endlich gepackt hätte und dann... Yzgramor ist ein schöner Name. Und diese fette Axt, die ihr da seht, die kann man auch wirklich bekommen. Mhm. Ja, man muss nur wissen, wie und wem man sich anschließen muss. Und ja, ich weiß, ich ignoriere jetzt die Hauptquest. Aber die kann man später immer noch machen, da die Hauptquest sowieso nicht so interessant ist. Ziemlich langweilig und belanglos. Die hätte ich schreiben können, da ich ja schon nicht schreiben kann. Ah, es ist eh gleich 6 Uhr morgens, kommt eh gleich die Sonne. Da können wir das gleich zu Fuß machen. Wir sehen ja auch genug. Das ist mir immer wichtig, dass ihr was seht. Also das muss ich euch sagen, das stört mich an vielen Let's Plays. Ich finde das ja schön, dass man die richtigen Licht- und Schatteneffekte haben möchte. Aber wenn man da ein Video hat, wo einfach nur finster ist und man nichts sieht... Das ist etwas schwul. Und da sind sicher nette Leute, die wir Hallo sagen wollen. Bis hier ist das aber eine Überraschung. Wer habt ihr dich? Stirb. So. Kann man denn hier alles klauen? Schaufel, man könnte Leute ver... Könnte ich... Ah, die haben sich einen überfallen, hä? Was habt ihr denn so schönes? Wurzeln, schwaches Gift. Das hält mich nicht auf, eine verschlossene Truhe. Was von Unlock verstehst du nicht? Aber Trank der kleinen Ein- und Geldbeutel. Och nö. Geh mal aus dem Licht. Keine Herausforderung. Aha.
Nereva, leite mich! Boah! Totenbeschwörer, was machen die denn hier? Hat sich zur Asche aufgelöst. Elfenohr. Habe ich noch nie gesehen, dass sich Totenbeschwörer und Banditen zusammengeschlossen haben. Soll's ja geben, oder? Okay, ich habe zwei Hände. Ja, also es ist wirklich mir noch nie passiert, dass sich Totenbeschwörer und Banditen zusammengeschlossen haben und mich dann überrascht haben dort. Beim ersten Mal durchspielen waren dort drei Banditen. Seht ihr, das Spiel ist echt vielseitig, also man kann das echt mehrere Male durchzocken. Und hier will sicher wieder irgendjemand was von mir. Wenn ja, muss ich euch leider... Aha. Du bist mit mir. Verklopp den Banditen. Ich hab Freunde, Jungs. Ich hab Freunde dabei. Die Let's Player Army. Das ist aber nett von euch, dass ihr mir die hässlichen wegmacht. Jedenfalls haben sie Geld. Das ist immer gut. Wein. Kann man schön verkaufen. Den Alkoholikern. Da hinten ist ein Haus. Hm? Ja. Wir sind auf dem schönen Weg zu einer Ruine. Hier wäre dann wieder ein kleineres Dorf, glaube ich, oder ja, ein Dorf kann man das nicht nennen. Und hier ist ein Pferd, das sich nicht bewegt. Und ein komischer Typ. Was ist denn das für einer? Was bist denn du für einer? Doch, das gibt es doch nicht. Ich sitze hier. Probleme hier im Kopf. Der arme Cicero steckt fest. Seht ihr es nicht? Ich habe meine liebe Mutter transportiert. Nun ja, nicht sie, ihre Leiche. Sie ist ziemlich tot. Ich bringe Mutter in ihr neues Zuhause. In eine neue Gruft. Aber... Ah, das Wagenrad! Das verdammte Wagenrad! Es ist... Oh, ja! Ja! Der freundliche Fremde kann sicher... Geht zum Bauern! Überredet Loreus mein Rat zu... Der Typ transportiert sicher nicht seine Mutter. Ich wette, der transportiert Drogen. Weil so wie der sich aufführt, der muss doch Skooma transportieren. Guckt euch den Typen doch mal an, wie er redet. So, das verspätete Begräbnis. Hallo. Ach, um Maras Willen, was gibt es denn? Ihr meint diesen Cicero? Erzählt mir mal was Neues. Dieser Spinner hat mich sicher schon 5-mal gefragt. Meine Antwort hat ihm wohl nicht gefallen. Warum kann er uns nicht einfach in Frieden lassen? Mich bezahlen? Ihr glaubt, es geht hier ums Geld? Habt ihr den Mann gesehen? Er ist völlig verwirrt. Ein Hofner? Hier in Himmelsrand? Etwas derartiges gab es hierzulande seit 100 Jahren nicht mehr. Und er schleppt eine riesige Kiste mit sich herum. Er sagt, es sei ein Sarg. Und dass er seine Mutter begraben will. Wenn das seine Mutter ist, da drin könnte alles Mögliche sein. Schmuggelware, Waffen, Skooma. Mit so etwas will ich nichts zu tun haben. Wir können uns jetzt entscheiden. Wollen wir ihn überreden, was... Oh, wurden was Cicero? Ich trau dem Typen nämlich auch nicht. Nun, da wäre schon etwas. Ihr könnt den Verrückten doch melden. Wie wäre es, wenn ihr behauptet, er habe irgendetwas Rechtswidriges getan? Dadurch wäre... Wie ich bereits sagt der Wache, dass dieser Hofnarr etwas im Schilde führt und sie wird sich dann um ihn kümmern. Sorry, mein Ohr ist zu. Schwärze Cicero bei den Waffen an. Weil der Typ, sorry, der ist...
Da oben ist der General. Hey du. Ihr braucht etwas? Naja, ich möchte ein Verbrechen melden. Ach, wirklich? Raus mit der Sprache. Es geht um diesen seltsamen Narren, der mit dem Wagen. Was ist mit ihm? Er transportiert Schmuggelware in diesem Sarg. Was? Wie kann es dieser kleine Dummkopf? Vielen Dank für den Hinweis, Bürger. Seid versichert, dass ich mich dieser Sache annehmen werde. Gib mir jetzt noch ein bisschen Geld. Ich war's nicht. So, kleiner Mann. Der Typ, ich wette, der hat nicht seine Mutter dort drin. Das kann gar nicht sein. Die Kiste ist so groß. Oh. Ich kann ihm seine Frau ausspannen. Nein. Und? Ist es vollbracht? Jo. Habt ihr... Ich hatte doch gleich ein gutes Gefühl, was euch betrifft. Hier, mein Freund, ein paar Septim als Zeichen meiner Dankbarkeit, hä? Soll dieser kleine Verrückte 2 Wochen in einer Zelle schlafen? Danke. Das verspätete Begräbnis. 250 Gold. Killen Sie den oder nehmen Sie den mit? Cicero steht doch nur hier! Cicero liebt die Orte. Komm schon, wie der redet. Warum redet der in der dritten Person? Von sich. Wenn er als Kaiser wäre oder so, ja okay, dann würde ich es ja noch begreifen, aber so nicht. Dann machen wir uns frohen Mutes wieder auf den Weg zu unserer Quest des Kaiserreichs. Wir sollen ja in einer Ruine und in Ruinen hat es immer böse Menschen. Aber in Ruinen findet man auch immer nützliches Zeug. Sag mal, muss das, ne? Was dich infiziert? Na toll. Kann ich mich heilen? Habe ich irgendeine Krankheitsheilung? Zaubert. Nein. Ah, ich muss noch einmal irgendetwas verbessern und dann kann ich, bin ich aufgestiegen. Level 5. Und es schneit. Ich hasse Wölfe. Ich sag's nochmal. Ich sag's sehr gerne. Ich hasse Wölfe. Sie stinken. Auch in Realität. Die vier. Boah. Ich weiß nicht. Wo mal in der Nähe ein. Also ja, jeder ist sicher mal im Zoo gewesen, aber boah, die stinken. Wie sieht es aus? Gut, euch zu sehen. Ich bin froh, dass ihr da drinnen bei mir sein werdet. Mir gefällt es hier nicht. Und ich rede nicht von den. Ihr also auch, was? Aber reißen wir uns am Riemen. Naja, wir sind die Soldaten etwas. Des Kaisers. Wir sieht tun aus, unsere als Pflicht, wären uns egal, die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Ich bin bereit zum Schlitzen. Okay, Jungs und Mädels, wir sind Highskilled und gehen zu, los. Soldaten. Diese Sturmmäntel sind aus demselben Grund hier wie wir. Ulfric, der Thronräuber, will diese Krone, aber wir werden nicht zulassen, dass er sie bekommt. Ich weiß, dass einige von euch Bekannte auf der anderen Seite haben, aber denkt daran. Sie sind jetzt unser Feind und werden nicht aus zu früh. General Tullius verlässt sich darauf, dass wir ihm die Zackenkrone bringen. Und genau das werden wir tun. Zeigen wir diesen Rebellen mal, wie echte darf Soldaten aussehen. Darf ich mein Schwert ziehen? Jo, jetzt darf ich. Jetzt bin ich nicht zu früh. Anna Bagdad, auf geht's in den Kampf. Jeder, der uns in den Weg kommt, wird aufgeschlitzt. Egal wer es ist, egal wie viele es sind. Ich bin an vorderster Front, denn die gehören alle mir. Und ihr wollt ein Krieger sein? Das war gar nicht. Wir sind schwächlich. Ich mach die Bogenschützen kalt. Jungs und Mädels, mitkommen! Wo seid ihr denn? Okay, ich bin der Erste, der drin ist, weil ich Highskilled bin. Nur noch einmal was leveln und dann sind wir Level 5. Rockzeichen machen.
Okay, Jungs, sie haben die Banditen getötet, ich nehme das Geld, ihr macht sie alle kaputt. Wie wäre das? Fairer Tausch. Sind jedenfalls gut ausgerüstet, das muss man ihnen lassen. Alle bereit? Wir greifen auf mein Zeichen an. Zeigen wir denen mal, aus welchem Holz wir geschmissen sind. Okay, Jungs. Auf geht's. Oh, wir sind da. Wir sind zwar übelst leise, aber niemand sieht uns. Okay, doch. Da hinten sind ein paar hässliche. Mit den besten Grüßen an. Na, du hässliche Sau. Ha, bist halt auch nicht mit mir. So, jetzt darf ich sie ausrauben. Ah, nur das Schild, ja. Leck. So. Hat irgendjemand von euch Geld? Ein grüner Apfel. Wir wollen nicht von Sturmmantel-Nachschubtruppen überrascht werden. Alle anderen kommen mit mir. Okay, oh, wir sind auf dem Weg, wir schlitzen uns durchs Leben, aber ich speichere nochmal, weil man weiß ja nie, wenn das Game abkackt. 1-0 für mich, Game. Hier geht's nicht weiter. Klopf du sie mal kaputt, ich mach dich. Wow, Brad Pitt Sprung. Jetzt gehört ihr. Hat denen was Geld? Oh, oh, du hast mir einen, das kann ich auch, du Drecksack. Tut weh, hä? Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Versuche mich zu hintergehen, du Drecksack. Ich... Oh nein, wir haben einen verloren. Auf jeden Fall hat er Geld. Der hat ihn einfach aufgeschlitzt. Das kannst du doch nicht machen, auch wenn er unwichtige Nebencharaktere sind. Das gefällt mir nicht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10-1, dass... Direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber Legat, es gibt keinen anderen Weg. Ziehen wir mal keine voreiligen Schlüsse, Soldat. Die Armee findet immer eine Lösung. Ich würde mich lieber einen Moment lang umsehen, als blind in einen Hinterhalt zu laufen. Versucht einen anderen Weg dadurch zu finden, Hilfssoldat. Wir stürmen, sobald wir Kampfgeräusche hören. Okay. Ja, okay, ich muss hier sowieso einen kleinen Schnitt machen, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Part.